Hallo zusammen. Es wird nun mit Macht Frühling und draußen beginnen die Gräser und Knospen und alles zu sprießen. Und es ist auch Zeit wieder für den Bärlauch. Heute möchten wir euch zeigen, ihr seht, wir haben schon eifrig gesammelt, wie wir Bärlauchpesto zubereiten. Bärlauchpesto kann man verschiedentlich verwenden in der Küche, zum Beispiel unterheben unter einen Salat oder als Brotaufstrich oder zum Mittagessen unter Reis, Nudeln und so weiter. Kann man also sehr vielseitig verwenden und gleichzeitig ist der Bärlauch außerordentlich gesund. Aber dazu sagt euch die Marlies nachher sehr viel mehr. Die kann das viel besser, die ist da firm drin, ich nicht. Aber ich kann den Pesto zubereiten. Was brauchen wir dazu? Logischerweise Bärlauch. Und wo wir den her haben, zeigen wir euch nachher. Wir machen ganz gerne auch noch Nüsse dran. Ich habe hier Cashew-Nüsse, Cashew-Kerne oder auch Walnusskerne. Je nach Geschmack kann man da verschiedene Nussmischungen vielleicht auch dran machen. Wir brauchen Salz, Pfeffer, Öl. Wir nehmen hier Rapsöl. Nach Möglichkeit kalt gepresst oder auch Olivenöl kann man hier einsetzen, je nachdem wie die Geschmackslage jeweils ist. Beim Bärlauch muss man wissen, der schmeckt so ein bisschen nach Knoblauch. Ja, also für Leute, die Knoblauchliebhaber sind, ist das absolut super. Man hat aber danach nicht so diese Ausdünstungen, man riecht nicht so. Also das ist angenehmer für die Umgebung dann, sage ich mal. Also, jetzt geht's los. Ich habe ja schon angefangen, habe hier also ein bisschen Bärlauch klein geschnitten in den Behälter gegeben. Hier kommt dann entsprechend Salz drauf. Pfeffer, vorzugsweise frisch aus der Mühle, das schmeckt einfach besser. So. Ich nehme hier jetzt heute Cashewkerne, mach die dran. Und Öl. Öl kann zunächst ruhig ein bisschen mehr sein. Dann tut sich der Mixer etwas leichter. So, dann unseren Mixstab und auf geht's. Während der Mixer alles schön durchmixt, möchten wir euch mitnehmen in unseren Bärlauchwald, ganz in unserer Nähe. Marlies, was gibt es zum Bärlauch eigentlich alles zu sagen? Und worauf sollte man achten? Also den Bärlauch kann man von Anfang März bis Ende April ernten und findet ihn vorzugsweise in solchen Laubwäldern. Verwechslungsgefahr, Vorsicht, besteht mit den giftigen Herbstzeitlosen, Ahrenstab und Maiglöckchen. Durch seine schwefelhaltigen ätherischen Öle wirkt er antibakteriell und regt den Stoffwechsel an und schmeckt eben auch sehr gut und ist eine bärenstarke Frühlingskur. Und nun zurück in die Wohnmobilküche. So, ich fülle die erste Ladung hier erstmal in einen Topf. Aber sonst schon gut. So, können wir ein bisschen beiseite stellen. Und weiter geht's. Drei Gläschen. Hier ist also auch noch ein bisschen drin. Das benötige ich jetzt aber für das Mittagessen. Das lasse ich auch so.
So, nachdem wir nun langsam wieder ein bisschen aufgeräumt haben, möchte ich euch zeigen, wie wir daraus ein ganz leckeres Mittagessen bereiten können. Wir nehmen dazu, also ich nehme dazu Naturwildreis. Den haben wir hier schon mal vorbereitet, damit das schneller geht. Eine Zwiebel, Bärlauch, und Thüringer Rostbratwurste. Nachdem ich die Zwiebel und Reis in etwas Öl angebraten habe, habe ich das Ganze dann noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Und da der Reis ja hier mit dem Bärlauch vermengt werden muss und dieser sich hier noch am Topf ja so an den Wänden und so weiter vom Rühren angesammelt hat, macht sich das hier wunderbar. Auf diese Weise erreicht man oder bekommt man ein ganz leckeres Frühlingsgericht. Und fertig. Nun wünschen wir viel Spaß beim Nachmachen und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.